Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Black. Ja, wir sind natürlich immer noch hier bei den Meganaterons und hauen fleißig Meganaterons. Nee, eigentlich nicht. Wir hauen Techniker. Und die Techniker, ja, die nähern sich jetzt definitiv aber langsam dem Ende, weil nächstes Level habe ich die Quest, glaube ich, nicht mehr. Und so viel fehlt da nicht mehr. Ich glaube, wenn wir die Folge beendet haben, vielleicht. Wenn wir die Folge beendet haben, brauchen wir dann doch noch 1% mehr, weil ich ein Idiot bin und irgendwie hängen geblieben bin. Naja, gut. Okay, passiert. Ja, okay, wenn wir die Folge beendet haben, schaffen wir vielleicht die Hälfte. Oh. Ja. Ne? Gut, dann zeige ich euch mal, wie ich mich einlogge. Nein. Leute, bis ich logge mich mal wieder ein. Aha. Okay. Ja, kann ich wieder umschalten? Jawohl. Bin ich wieder da? Jawohl. Ja, einloggen. Einloggen. Verbindung zum Server. Hat's mich doch glatt geschmissen. Oh, nach Bera teleportiert. Na gut, ist ja auch nicht schwer. Ich bin ja gestorben. Mhm. Nach Bera teleportiert hat mich trotzdem. Gut, wir gehen direkt erstmal, ist gut für den Julian, dann kann er noch eine Runde mehr mit mir aufnehmen oder sowas. Wir gehen direkt erstmal irgendwas verkaufen. Security des Lucky House. Aha, hat wohl jemand eingebrochen, dass die jetzt Security einstellen. So, wir gehen da entlang und dort entlang. Ja, genau. Heilerin Olivia, die ist doch wunderbar, weil sie uns ja auch das hier gibt und das hier gibt. Und jetzt geht's los. Also wir brauchen natürlich das Azeroth-Schwert, nicht Astaroth. So, die Arkrute Techniker-Lizenz, ja, könnte man vielleicht sowas verkaufen, aber ja, ne, weißt du was. So, die Titanenhose kann raus. Die Armbrust wollten wir aufheben, das kann raus. So, was haben wir hier? Hochwertiges Leder und festes Leder. Ich würde mal meinen... eigentlich kann ich beides noch gebrauchen. Das ist das Problem, dass ich beides noch gebrauchen kann. Ja. Okay, das kann raus auf jeden Fall. Und dann hätten wir hier noch ein Doppelschwert und hier eine Klaue, die können weg. Das kann weg, der vereiste Ring kann weg, der kann weg. Dieser hier, genauso wie der starke Knochen und der Midgard-Stab des Blitzes. Das hier ebenfalls. Ich glaube, ich werde mich bei Gelegenheit mal wieder umziehen dann. So und so. Und dann hätten wir schon mal einiges wieder an Platz. Was ist das hier? Ich muss mal gucken, welche Quests ich habe und welche nicht. Bei Gelegenheit halt. So, was haben wir hier noch? Einen Seraphim-Hammer. Den brauchen wir auch nicht. So. Okay, hier ist jede Menge Zeugs, was ich behalten wollte. Außer das hier. Dunkles Abzeichen. Ja, wie gesagt, jede Menge Zeugs, was ich wahrscheinlich nicht mehr brauche. Oh, Kristall von Bijou, handelbar. Jo, den schmeiße ich nicht weg. Natürlich nicht. Themis Armbrust. Brust. Okay. Okay, müsste erstmal reichen. Das heißt, einmal neu sortieren. Achso, das geht ja nicht hier auf dem Pferd. Genau, deswegen runter und neu sortieren. Okay, bin gleich soweit, meine Freunde. Ja, wir haben wieder ein bisschen mehr Platz. Ich muss echt mal wieder ein bisschen was herstellen, so Tränke und sowas. Aber alles zu seiner Zeit. So. Nichtsdestotrotz, ja, wir kriegen sogar gleich noch mehr Platz, weil die MDF T4 alle ist. Oh, guck mal einer an. Das habe ich ganz übersehen. Das muss ich ja hier runterschieben. So ist besser. So, okay. Die 4 MDF ist gleich alle. Heißt im klaren Text, wir müssen dann auf T5 umsteigen. Ja, was auch nicht gut ist. Wir könnten ja mal, genau, wir haben ja jetzt hier 3 Armbrustis. Wir brauchen nur eine effektiv aufheben. So, Sephiroth Armbrust, Stärke. Stärke. Yo. Also nehme ich die jetzt mit 69 Stärke. Oder die mit 69 Stärke oder die mit 69 Stärke. Ich meine, klar, wir haben hier noch ein bisschen Magieschaden, warum auch immer ich Magieschaden da drauf kriege, aber hier noch Verteidigung. Würde wahrscheinlich die hier behalten. Zielgenauigkeit, ja, ist ja alles dasselbe. Das Einzige, was anders ist, ist halt ein bisschen Verteidigung, Magieschaden. Kommen die auf eine Armbrust. Naja, gut, okay. Wer bin ich, dass ich mich da rumstreite? Die beiden gehen weg. Ich kann nochmal neu sortieren. Okay. Blaue Juwelenohrringe, Skelett, ja, genau, okay. So, wir haben ein bisschen Platz und können wieder loslegen. Das machen wir jetzt auch eiskalt, indem ich erstmal das hier auflege, dann aufs Pferd gehe und dann mich wieder auf den Weg mache. So. Ja, aber selbst da kommt manchmal Sterbsen vor, aber hier eher durch Dummheit. Bin halt hängen geblieben. Rix. Naja,
Was willst du machen? Wir laufen los. 1, 2 und 3. Hätte ich mal doch keine Folge aufgenommen. Wäre ich weiter. So. Aber ja, das heißt ja nicht, dass wir das jetzt noch nicht hinkriegen. Hehe. Ich meine, wir müssen ja nur noch ein paar Prozentchen. Ich glaube, das sind jetzt 9% noch. 9%, meine Freunde. 9%, dann habe ich sie geschafft. Dann sind wir definitiv hier zumindest hier aus dem Teil der Arc-Route raus. Ich bin in die falsche Richtung gerannt. Ich renn viel. So. Dann sind wir definitiv aus dem, aus diesem Teil der Arc-Route raus und werden uns, dann wohl oder übel den Technikern widmen, beziehungsweise auch dem anderen. Ach so, das Flimmern, genau. Grafikeinstellungen, Charakterumrandung. Ich weiß nicht, ob es die war, aber ich glaube schon. Charakterauren, ach so, die sollten hier anbleiben. So, bestätigen. Ja, waren wahrscheinlich wirklich die Charakterumrandung. Danke, Julian, für diesen Tipp. Er kam auch von ihm. Ja, sieht besser aus. Dankeschön. Und wie gesagt, dadurch, dass die Grafikeinstellungen zurückgesetzt wurden. Willst du mich verarschen? Hab dich doch vorhin hier runtergeschoben. Dadurch, dass die Grafikeinstellungen zurückgesetzt wurden, hat es halt auch anderen Einstellungen zurückgesetzt. Naja, gut, ist halt so. Genau wie hier oben. Das Zeug habe ich auch schon verschoben. Und hier habe ich platzsparend sein hier. So. Und die Karte sollte eigentlich auch ganz an den Rand. Alles musst du selber machen hier. Ich hoffe mal, das speichert das jetzt. Nicht, dass das jedes Mal zurückgesetzt wird. Das wird ja nervig. So. Okay. Sollte aber klappen. Deswegen gehen wir jetzt hier vom Tierchen. Tierchen. Natürlich erst, wenn wir da sind. So. Ding jetzt haben wir ja schon aufgelegt. Das heißt, wir können einfach loslegen. So gut. Machen wir auch. So. Okay. Einmal hier kurzen Schlenker nach rechts, um einen kurzen Schlenker nach links zu machen. Ist halt so, so ein LKW wieder Bolzen, der hat einen großen Wendekreis. Da muss man halt durch, ohne Scheiß. So. Lelelelele. So. Okay. 118. Hui, ich freue mich. 118. Wobei 119 irgendwie ungerader klingt. Ich bleib doch lieber auf 118. Ich sterbe jetzt einfach immer die restlichen Folgen bis zum Ende des Let's Plays. Einverstanden? Nein, natürlich nicht. Ich will natürlich vorankommen. Möglich ist es trotzdem, dass wir noch mal einmal drauf gehen, aber ich würde das dann doch gern vermeiden wollen. Aber ja, wer weiß schon, was wird. So. So, okay, Schneewehrbären hätten wir auch fast fertig. Da brauchen wir auch nur noch einen. Die Meganaterons scheinbar schon. Umso besser, dann können wir die dann auch. Was will ich denn eigentlich hier? Abgeben, natürlich. Abgeben. Techniker. Mit 10 und 30. Ja. Gute Idee. Na gut. Hat das Gute, dass wir gleich wieder 3 Quests abgeben können. Die Schneewehrbären werden wahrscheinlich fertig werden. So. So. Und so. Plum. Ich meine, man muss dazu sagen, jedes Mal, wenn wir hier die Quest neu machen, kriegt man ja ein paar Silber mehr. Das heißt, im Prinzip mache ich das alles nur, um ein bisschen Geld zu verdienen. Jo. Ja. Okay, ich hatte auch schon bessere Ausreden. Ich gebe es ja zu. Aber naja, es ist ja halt so. Wie gesagt, dadurch wird man ja auch ein bisschen reicher. Und dadurch, dass ich ja auf andere Art kein Geld verdiene, also kein Ingame-Geld, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, wenn wir hier ein, zwei Silber mehr haben. Ja, ich weiß selber, das ist ja alles Kleinvieh, was hier den Mist macht, aber Kleinvieh macht halt auch Mist. So. Den Helm will ich gerne wieder mitnehmen, wisst ihr ja. Schneewehrbären hätten wir jetzt auch voll. Wie viel brauche ich noch Techniker? Wahrscheinlich noch den einen oder anderen mehr. Jetzt hat er mich gehauen hier von der Seite. Sauerei. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen rauszoomen. Dann sehe ich ein bisschen mehr. So, 22 von 30. Sehr schön. Und dann können wir definitiv wieder abgeben. Haben das Prozentchen, was wir jetzt gerade weggestoben sind, auch schon wieder rein. So, also nach 9 Minuten. So. Nun gut. Aber wie gesagt, mit Schwund muss halt gerechnet werden. Niemand lebt ewig. Und die wenigsten können respawnen. Meistens nur die im Computerspiel. Und da auch nicht in allen. Gibt ja auch Permadeath-Spiele. Oder Spiele, wo du optional Permadeath einstellen kannst. Hier, Iron Man-Modus beispielsweise bei anderen Sachen. Interessante Sachen übrigens.
Aber, also. So, hopp. Und den, komm, einen muss ich auch ohne dass der mich hier. Ich kann den jetzt dann, genau. Dann hauen wir mal drauf und dann hauen wir das mal. Dann das. Und jetzt müsst ihr eigentlich da gleich umfallen. Genau, so ist es. Sehr schön. Wir geben ab. Denn wir können abgeben. Meister schmiedet eine Waffe. Techniker der Arkroute. Abgeben. Okay. Quatsch. Hier, Schreie 2. Belohnung. Beenden. Hier, Schraubenschlüssel. Belohnung. Beenden. Sehr gut. Und damit hätten wir, ja noch 7,5%. Hoi. So, Meister spielt eine Waffe. Annehmen. Nöt. L. Gott, verkaufen brauchen wir nicht. So, Schreie 2 nehmen wir natürlich an. Dup. Und hier, Schraubenschlüssel nehme ich auch gerne mit. Dup. Okay, wunderbar. Und los geht's. Wir sind auf Level 118. Wir sind auf Ende des Levels 118. Wir sterben dieses Mal nicht nochmal. Und hoffen, dass wir das auch nächstes Mal nicht mehr machen. So, auf jeden Fall, es geht langsam wirklich vorwärts, meine Freunde. Ich freue mir so. Übrigens vorwärts, ich habe jetzt auch einmal eiskalt nochmal 30 Cent verdient, die ich natürlich versteuern muss. Also bleibt, wobei das, was ich versteuern muss, dadurch, dass ich halt so geringen Verdiener mit meinem Dingens bin, bleibe ich ja weitestgehend steuerfrei. Weil ich ja halt unter Dingen sagen, ich muss es halt nur angeben. Aber wie gesagt, die 30 Cent, die ich da verdient habe, die habe ich mir nämlich auf der Arbeit verdient. Ja, gewerblich sozusagen. Da hat nämlich einer jetzt mittlerweile, ja, ich weiß, wie alt das ist, da hat nämlich einer Fallout 3 ausgespielt. Das ist aber einer, der halt nicht nur die Story spielt, sondern wirklich die Karte von oben bis unten erkundet. Und weil er halt eine Tochter hat und sowieso nicht so viel Zeit und mit seiner Frau und so weiter und so fort, bei weitem weniger Zeit hat als ich, hat das auch entsprechend lang gedauert. Der hat Fallout 3 relativ früh nach Release gekauft, also nicht gleich, aber relativ kurz danach. Und ja, jetzt hat er es ausgespielt. Und da hat er gesagt, ja, jetzt muss ich mal gucken. Ich habe mich schon mal über umgeschaut, hier bei eBay hast du nicht gesehen, wegen Fallout New Vegas, weil das wollte er als nächstes spielen. Und danach eben Fallout 4, was ich ja auch auf dem Kanal Let's Played habe. Da hat er gesagt, ja, hier und überhaupt. Und das kostet so und so viel. Und aber was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einem Steam-Code und einem Ding? Und da hat er gesagt, naja, Steam-Code, solange du Internet hast, ist das ja kein Problem. Würde ich das nehmen, weil die CD kannst du versiegeln. Deine Steam-Account-Daten hoffentlich nie. Mir geht es zumindest so. Jedenfalls, habe ich ihm dann auch gleich gesagt, ja, da kannst du ja bei MMUGA den Dingens kaufen. Ich schicke dir gleich mal einen Link, kaufst über den, kriegst du es billiger und ich krieg vorher auch noch mal ein bisschen was an Vermittlungsgebühren, nenne ich es halt, habe ich es halt genannt. Ist ja auch so, Werbegebühren, weil ich halt für geworben habe. Und hoffe mal, dass er darüber bestellt, dann, gut 30 Cent, weiß gar nicht, wie viel das ist, was ich da rausbekomme, auf jeden Fall nicht viel, 30 Cent, wenn überhaupt, von dem Gewinn, ungefähr. Und, das Kleinvieh macht auch Mist, ich freue mich über jede 30 Cent, die ich kriege, und wenn ich mir davon nur ein Kaugummi kaufen kann, dann ist das halt so. Wie gesagt, auch nochmal der Hinweis an euch. Ne, MMUGA, wenn ihr mal Billigspiele kaufen wollt, über Steam oder Origin oder ähnliches, guckt nicht darüber, sondern guckt erst einmal unten bei mir über den Link bei MMUGA. Vielleicht gibt es das Spiel da tatsächlich billiger. In der Regel gibt es das Spiel billiger. Wenn es das Spiel nicht billiger gibt, ist es meistens so, dass es das Spiel gar nicht gibt dort. Zum Beispiel, ich habe ja auch geguckt hier, ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge erzählt hier von Fat Kid, dem Ding, wo ich hier den Steamkey geschickt bekommen habe, das gibt's nicht billiger. Liegt halt daran, dass es das gar nicht gibt dort, weil das halt einfach ein Indie-Game ist und natürlich kaufen die Leute da das Ganze nicht hast du nicht gesehen. Weißt du, was ich meine? So. Übrigens, ja, solche Seiten sind vollkommen legal, das hat er mich hier nämlich auch gefragt. Sind jedenfalls nicht verboten. Die Steam Keys werden ganz legal gekauft, aber nicht bei uns. Von den Seiten, die werden erstens hier in Ländern wie zum Beispiel Rumänien, wo die Spiele eben billiger sind, werden die ganzen Keys für die Spiele gekauft und dann halt hier in Deutschland, sagen wir mal, für etwas billiger weiterverkauft. Würden die Hersteller sagen, ja, dann verkaufen wir es halt in Deutschland auch billiger, dann werden solche Keyshop-Partner ja sowieso unsinnig. Aber, naja. Die sagen sich wahrscheinlich, ja,
ist ja egal. Wir verkaufen das halt billig an die Leute, verkaufen es dann nochmal eventuell teurer weiter, wird sich wahrscheinlich immer noch lohnen. Deswegen, ja, warum nicht? Und wie gesagt, die billigen Verkäufe, ja, umso mehr, umso billiger ein Spiel, umso mehr verkauft man und umso besser ist es. Aber wenn man das Spiel teuer verkaufen kann, dann ist es ja auch nicht schlecht. So, so in der Art wird da meistens argumentiert. Auf jeden Fall vollkommen legal, so eine Seite. Manche sehen das eben nicht gerne, weil sie halt das Spiel teurer loswerden könnten. Aber bei den meisten klappt's. So. Zumindest laut meinen Infos. Ich möchte jetzt nicht halt vollkommen drüber reden, aber vollkommen mich in die Nesseln legen, wenn es falsch ist. Aber meine Infos sind halt so. Wäre auch nicht anders, sonst wäre ja mmuga.de keine deutsche Seite. Die wäre schon längst zu, wenn sie illegal wäre, ne? Zum Beispiel. Oder halt, was gibt's denn noch? Book.com, Games Planet, hast du nicht gesehen. Gibt's ja genug Keyshop-Seiten und die sind auch alle offiziell. So. Illegal wäre es, wenn du das Spiel illegal irgendwo runterlädst. Ne? Also da, wo es nicht erlaubt ist. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Habe ich eigentlich abgegeben? Scheinbar schon. Ja, sieht gut aus. Habe ich denn angenommen? Okay. Wie sieht's denn hier aus? 0 von 30, okay. Ist angenommen. Ja auch, ne? Ja, okay. Dann werden wir jetzt Feierabend machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht mit dem Julian, wenn alles klappt. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal, bis denn. Auf jeden Fall, danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dann, tschüss.